Sie ist bunt, verspielt und macht einfach gute Laune. Die Arbeit von Andy Meyer ist kreativ und einzigartig zugleich. Der 36-Jährige hat seine Leidenschaft zum Beruf gemacht und ist damit mittlerweile weltweit erfolgreich. Zu seinen Kunden gehören große Unternehmen wie Puma, Google oder Disney. Motiviert dazu hat ihn eine Professorin in seinem Kommunikationsdesign-Studium. Das heißt, das war jetzt nicht so, wie man vermuten möchte, dass du einfach als Kind die Nächte durchgeknetet hast und man gesehen hat, Mensch, der Bub, der hat Talent, sondern das kam erst zum Studium dann. Im Studium habe ich spezialisiert. Ich habe natürlich auch schon geknetet wie jedes Kind, aber ja. War jetzt nicht irgendwie, dass ich da schon speziell irgendwelche Skulpturen gemacht habe. Aber ich habe schon immer viel gezeichnet. Also es kam schon irgendwie vom Zeichnen heraus, habe ich auch dieses Studium begonnen und irgendwann bin ich dann auf das Material Knete gekommen. Was ist für dich das Schöne an dem Material Knete? Ich weiß gar nicht, ob das Material das ist. Also es ist auf jeden Fall eine Möglichkeit, meine Ideen so in die Realität zu bringen. Vielleicht ist das Schöne, weil ich dann einfach ein reales Objekt habe und nicht, also und mit den Händen arbeiten kann. Also dass ich einfach wirklich was erschaffe. Das macht mir dann Spaß. Also auch gerade in der heutigen Zeit, wo alles so digital ist und alles so schnelllebig ist, bringt das mich auch manchmal zurück, dass man wirklich mit der Hand was machen kann. Ein erster Entwurf entsteht trotzdem digital. Danach werden die Objekte geknetet und zum Leben erweckt. Das passiert durch Andys Markenzeichen, die Augen. Zum Schluss werden die Knetmännchen illustriert. Ganz besonders cool finde ich auch hier auf der Washington Post. Also du hast für die Washington Post gearbeitet. Das war ja auch bestimmt für dich ein großer Ritterschlag, oder? Also da habe ich mich schon geehrt gefühlt, da habe ich mich sehr gefreut, auf jeden Fall. Das fand ich schon super spannend. Also Washington Post, die kürt jedes Jahr, ich weiß nicht, ob es die Person ist, die ihr schlechtestes Jahr hat oder in dem Fall eine Partei. Mhm. Und es ist ganz witzig, weil das Wahljahr. Ja, 2016, genau. Die haben eher damit gerechnet, dass Hillary Clinton gewinnt. Deswegen habe ich erst ein Cover illustriert, wo es umgekehrt war, dass irgendwie die Republikaner ihr schlechtestes Jahr hatten, dann musste ich es noch schnell umändern, als dann wirklich Trump gewonnen hat. Wow, okay, das heißt, du musstest relativ schnell dann noch den Trump-Charakter mit dazu basteln. Genau, also er war ja auch dabei, weil er ja auch irgendwie oben war, als die Republikaner gewonnen haben, aber die ganzen verzweifelten Demokraten waren verzweifelte Republikaner. Wie viele Objekte Andy in den letzten 10 Jahren so geknetet hat, weiß er selber nicht mehr. Mein erster Versuch ist dafür jetzt fertig. Na ja, also einen Schönheitspreis gewinnt sie vermutlich nicht, den ersten Knetpreis. Nein, irgendwie sieht sie nett aus und das ist ja das, worauf es irgendwie ankommt, dass sie irgendwie leben, dass du irgendwie lebende Sachen einhauchst. Und ja. Ich finde, die bringt irgendwie so ein Gefühl mit. Ich mag sie, ich mag die Breze wirklich gern. Das ist sehr gut, ich mag die Breze auch.